Was hinter diesem Zaun passiert, das macht viele im Westen nervös. Das Atomkraftwerk Bushehr ist Irans sichtbarstes Zeichen ihres Nuklearprogramms. Aber nicht das einzige. Irans Präsident Ahmadinejad pocht auf das Recht zur friedlichen Nutzung der Kernenergie. Der Westen vermutet dahinter einen Vorwand zum heimlichen Bau der Atombombe. Ob zivil oder doch gefährlich, schon jetzt beherrscht das Land alle nötigen Produktionsschritte. Uranerz gibt es in den Minen von Zagant und Kutschin. In Isfahan wird Uran weiterverarbeitet, in Natanz und Fordo wird Uran angereichert und in Parchin werden Sprengkörper getestet. Der Iran will mit neuen, leistungsfähigeren Hightech-Zentrifugen Uran auf bis zu 20% anreichern. Damit können Brennstäbe bestückt werden. Aber es kann eben auch ein technischer Meilenstein auf dem Weg zur Atomwaffe sein. Für Israels Premierminister Netanyahu ist das die Bedrohung. US-Präsident Obama setzt auf Zeit und Sanktionen. Netanyahu dagegen droht mit Militärschlägen gegen die Atomanlagen. Nun, für Israel stellt der jüngste Schritt und die Ankündigung, die Zentrifugen zu modernisieren, natürlich ebenfalls eine weitere Eskalationsstufe dar und gewissermaßen auch eine Bestätigung der Sicht dessen, dass Iran in der Region der gefährlichste Akteur ist. Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Ali Khamenei lehnte zuletzt direkte Gespräche mit den USA ab. Seit Jahren erklärt sich der Iran gesprächsbereit. Doch dann verweigert er der Internationalen Energiebehörde den Zugang zu seinen Atomanlagen. Während das Regime in Teheran blockt, wird bei der IAEA in Wien um eine diplomatische Lösung gerungen. Nach Monaten des Stillstands folgen dann Ende des Monats Verhandlungen in Kasachstan. Internationale Sanktionen wirken, das spürt vor allem die Bevölkerung. Binnen 9 Monaten haben sich die Ölexporte des Landes glatt halbiert. Die Währung ist im freien Fall. Das lässt die Preise an der Zapfsäule und im Supermarkt explodieren. Die Idee gab es natürlich, dass man die Wirtschaft, dass man den Iran wirtschaftlich anstickt und dann hofft, dass die Bevölkerung sich gegen das Regime auflehnen wird. Das war von vornherein zum Scheitern verurteilt. Irans Führung bleibt hart. Präsident Mahmoud Ahmadinejad will über das Nuklearprogramm mit dem Westen erst verhandeln, wenn die Sanktionen fallen.